Was geht ab, Freunde? Euer Seth hier. Ich hoffe, es geht euch gut und damit herzlich willkommen zum Investment Friday. Ich zeige euch im heutigen Video, in welche Spieler ihr zum Food Fantasy Team 2 Start investieren könnt, um brutal viele Coins zu machen. Ich calle euch ungefähre Einkaufspreise, damit ihr perfekt vorbereitet in das Wochenende reinstartet. Wenn ihr diese Trading-Serie feiert, aktiviert diesen Kanal und abonniert die Glocke, um wirklich keine Trading- und Investment-Tipps mehr zu verpassen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wir gehen rein, let's go! So, Freunde, wir werfen zu Beginn erstmal einen Blick auf das aktuelle Team of the Week, was in den Packs zu ziehen ist. Das hat nämlich wieder enorm viel Potenzial, um da rein zu investieren. Und zwar fangen wir einfach mal unten bei den Low-Rated-Informs an, unter den 80ern, beziehungsweise unter 80er-Rating. Da haben wir insgesamt drei Karten, die interessant sind, und zwar diese hier. Die sind aktuell sehr, sehr hoch. Informs sind generell alle auf mindestens 17.000 Münzen zurzeit. Wir haben ja das Player-Pick gestern bekommen, was man dreimal wiederholen kann. Da wurden zwei oder werden zwei Informs gefordert. Das läuft allerdings heute Abend auch wieder aus, dann sollten sich die Preise wieder, ja, nach unten hin bewegen, also deutlich nach unten hin bewegen. Aber daran sieht man auch, was mit Informs möglich ist, also welches Potenzial dahin steckt. Weil die Leute, die jetzt Woche für Woche diese Billo-Informs hier unten zum Discard-Preis einfach easy mitgenommen haben, investiert haben, also sprich für ungefähr 10.000 Münzen, konnten ihre Coins gestern nach 19 Uhr teilweise verdoppeln. Ja, da sieht man mal, Geduld zahlt sich beim Trading, beim Investieren aus. Deswegen, Freunde, heute Abend solltet ihr diese Informs wieder hier zum Discard-Preis bekommen, wenn ihr die seht. Es ist tatsächlich auch ein All-In-Move, weil, Freunde, ihr geht kein Risiko ein, ihr könnt sie ja abstoßen. Die Frage ist halt immer, wann sie steigen. Es kommt natürlich auf den Content an, wie wir sehen, ja? Und, Freunde, eine Stufe, die 81er-Informs, auch sehr attraktiv, natürlich auch aktuell viel zu hoch wegen der SBC. Aber heute Abend solltet ihr die ohne Probleme, wenn die LRs beginnen, beziehungsweise dann 20 Uhr Massen bieten, solltet ihr die für unter 11.000 Münzen bekommen. Die könnt ihr euch dann einmal in den Verein machen, also ihr macht Clubstopping mit denen oder investiert in diese Karten und seid geduldig, das ist euch überlassen. Aber auf jeden Fall hier auch enormes Potenzial. Dann werfen wir mal einen Blick auf die 84er, weil das sind auch Top-SBC-Karten, sage ich euch, Freunde. Wir haben Emre Can, wir haben David Soria und wir haben Pellegrini. Wir haben auf jeden Fall immer eine Top-Nation und eine Top-Liga. Das ist schon mal sehr, sehr gut für SBC-Futter. Und, Freunde, wir haben mit Emre Can auch noch Innenverteidiger, die als SBC-Futter sich immer hervorragend eignen. Was soll ich euch erzählen? Wenn ihr die 84er heute unter 14k auf den Transfermarkt zu den LRs nach 19 Uhr, nach 20 Uhr oder auch morgen am Samstag seht, könnt ihr die einpacken. Unter 14k easy. Dann haben wir noch den lieben Bartra, Freunde. Auch eine sehr, sehr geile Karte zum Investieren. Wir haben Spanier. Spanier immer geiles Futter, sage ich euch ganz ehrlich. Innenverteidiger, 85er Rating, La Liga Santander. Also erfüllt alle Voraussetzungen, um perfektes SPC-Futter zu sein. Wenn ihr den heute Abend für 17, 18k seht, einpacken. Aber, Freunde, mein aktuelles Lieblingsinvestment oder wo ich am meisten Potenzial sehe, ist der Kollege hier, Koke. Schon die Goldkarte von ihm ist eine absolute Goldgrube. Also wer mit Koke traden kann, beziehungsweise was heißt traden kann, tradet und da immer die richtigen Einkaufspreise und Verkaufspreise erwischt, kann schon mit der Goldkarte extrem viele Coins machen. Und der jetzt hier als Inform, als SBC-Futter mit einem 86er Rating schmeckt einfach richtig lecker, Freunde. Wenn ihr den Mann hier heute Abend für 22.000 Münzen, 23.000 Münzen seht, vielleicht sogar noch günstiger, ich kann das bei Koke schwer einschätzen, könnt ihr all in reingehen. Also wenn der Richtung 20k irgendwie ist, also 22, 23k, Freunde, der wird, glaube ich, relativ schnell die 30.000 Münzen, wenn er out of Packs ist, knacken. Also, Freunde, da könnt ihr wirklich auch all in reingehen für 22, 23k. So möglichst günstig, so günstig wie möglich. Da werdet ihr richtig Gewinn machen, sage ich euch ganz ehrlich. Dann gucken wir uns noch die Preise von Gold-SBC-Futter an, weil die sind auch sehr, sehr attraktiv. Jetzt schon teilweise, also bevor das Event bzw. Team 2 überhaupt draußen ist. Und, Freunde, was soll ich euch erzählen? Für die Leute, die vielleicht auch nicht so viel Coins zum Investieren habt, guckt euch auf jeden Fall die 83er hin. Macht hier mindestens einen Clubstock, packt euch die in den Verein, seid geduldig, weil die sind aktuell einfach viel zu günstig. Ihr werdet die heute Abend zum Discard-Preis bekommen. Ja, 83er Goldkarten zum Discard-Preis sind absolut null Risiko. Achtet darauf, dass ihr noch gute Nationen, gute Liga mitnimmt. Aber an sich könnt ihr euch jeden 83er zum Discard-Preis ohne Risiko einmal in den Verein packen, geduldig sein.
Und früher oder später, wenn dann 83er wieder etwas gefragter sind in den SBCs, werden die auch ordentlich nach oben gehen, haben also eine Menge Potenzial. 84er auch sehr attraktive Preise, Freunde. Hier könnt ihr unter 3K investieren, wenn ihr Spieler rausfiltert mit Top-Nation und Top-Liga. Ist bis 3,5K überhaupt kein Problem, da reinzugehen. Könnt ihr auch locker investieren. Aber welche Karten oder welches Rating ich aktuell am interessantesten finde, sind eigentlich die 85er, Freunde. Weil die sind aktuell extrem günstig einfach. Die kriegt ihr jetzt schon oder könnt ihr jetzt schon anfangen einzukaufen für unter 8000 Münzen, Freunde. Also ihr kriegt sie jetzt schon vor Team 2, kriegt ihr sie zu 8000 Münzen. Könnt ihr schon anfangen jetzt, also heute am Nachmittag, Freitag, die einzukaufen. Heute Abend kriegt ihr die nochmal eine Spur billiger. Guckt, dass ihr jetzt vielleicht schon mal die Top-Nation einpackt. Aber unter 8K heute Abend, wahrscheinlich sogar Richtung 7,5 oder 7K, macht ihr hier auf jeden Fall auch überhaupt nichts mit verkehrt. Dann habe ich noch einen absoluten All-In-Move für diejenigen unter euch, die jetzt nochmal ein Last-Minute-Investment tätigen wollen, bevor der Kollege hier out of packs geht. Im Channel habe ich den schon für unter 50.000 Münzen empfohlen. Da haben, glaube ich, auch einige schon investiert. Aber Freunde, Ericsson, die Live-Karte, könnt ihr für unter 55.000 Münzen oder für ungefähr 55.000 Münzen auf jeden Fall mindestens einmal mitnehmen. Und wenn ihr geduldig seid, könnt ihr da gefühlt auch All-In gehen und es riskieren. Ich sage euch ganz ehrlich, es ist natürlich die Gefahr, dass er sich verletzt. Aber er ist, wenn wir uns das mal hier angucken, von den 90er Ratings, er ist natürlich jetzt ein bisschen gestiegen. Für unter 50k hätte ich gesagt, okay, ist kaum Risiko da, weil das halt dann einer der günstigsten SBC-Futterkarten ist. Aber mittlerweile, Freunde, gucken wir uns das mal an. Wenn der wirklich ein Rating nur bekommen sollte, ist der schon mit 62.000 wahrscheinlich dann der günstigste 91er. Heißt, da würden wir schon Plus machen, wenn SBC-Futter nicht auf einmal ins Bodenlose fallen würde, weil überhaupt kein Content kommt. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber stellt euch mal vor, der bekommt nicht nur ein Upgrade, sondern 1, 2, 3 Upgrades und wird zu einer 93er Karte. Dann sind wir hier bei ungefähr, ja, die günstigste 93er Karte ist gerade Messi, der leider Gottes gefühlt SBC-Futter in dem Bereich ist. Und ihr seht dann das Potenzial, wenn ihr für 55.000 Münzen einkauft, die günstigste 93er Karte ist bei 93.000 Münzen. Also wer da wirklich das riskieren will, in Anführungszeichen, und geduldig ist, kann hier mit einer Menge Coins rausgehen, wenn er da All-In geht. Aber Freunde, mindestens Clubstock, kauft ihn euch zwei, dreimal ein, packt ihn die UV schon mal auf die Transferliste. Da macht ihr auf jeden Fall nichts mit verkehrt. Schaut euch also heute Abend unbedingt ab 19 Uhr auf dem Transfermarkt um und schaut, ob ihr gute Deals machen könnt. Die Preise habe ich euch ja jetzt alle genannt. Falls ihr doch noch Fragen haben solltet, gerne in die Kommentare damit. Jeder von euch bekommt eine Antwort. Ansonsten verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch viel Spaß heute Abend beim Investieren. Viel Spaß mit Food Fantasy Team 2. Und Freunde, wir sehen uns im nächsten Trading-Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein. Bis zum nächsten Mal, euer Seth.